Ja, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, einem kleinen Projekt, einem Early Access Titel. Und zwar, hier sieht man es ganz verschwommen, Mannerlords. Dieses Spiel befindet sich noch in der Entwicklungsphase. Mannerlord ist ein von purer Leidenschaft getriebenes Indie-Projekt und obwohl mittlerweile 7 Jahre vergangen sind, dauert es noch ein wenig, bis das Spiel fertig ist. Bestimmte Spiel- oder Plattformfunktionen sind noch nicht verfügbar und ihr bekommt es vermutlich mit Bugs zu tun. Schaut gerne in unserem Discord-Kanal vorbei, um euer Feedback zu deponieren. Ich versuche täglich auf eure Nachrichten zu reagieren. Danke für euer Verständnis, solange ich noch an der Entwicklung des Spiels arbeite. Gretzkors Entwickler von Mannerlords. Ja, ich muss gestehen, ich hatte gestern, als es rauskam, 6 Stunden aufgenommen. Dann wollte ich es heute Morgen schneiden im Programm und musste leider feststellen, ich habe vergessen, die eine Tonspur richtig einzustellen. Irgendwie meine Stimme, also die Aufnahme vom Mikrofon, die war auch irgendwie, sie war komplett vorhanden, aber sie war irgendwie komplett verzerrt und verstimmt. Keine Ahnung, an was das genau gelegen hat. Also habe ich gefunden, okay, 6 Stunden, ab in die Tonne, machst du neu, möchtest schon. Ich lasse ja viel durchgehen bei meinen Let's Plays, aber das hat mich dann so aufgeregt, weil so viele Sachen nicht gestummen haben. Also ab in die Tonne, neu aufnehmen heute. Und das machen wir. Ja, was hatte ich eigentlich in der ersten Aufnahme gereicht? Ich habe 2 Erfolge, nämlich starte das Spiel und überlebe das erste Jahr. Wir sind ein paar Jahre mehr am Leben gewesen, nur hat wir haben Banditenangriffe überlebt, bis dann irgendwann der zweite Lehnsherr in der Gegend sämtliche Territorien aufgenommen hat und danach war Spielende, weil ich nichts mehr interagieren konnte. Man kann dann zusehen, aber leider nicht interagieren. Und deshalb würde ich sagen, ja, müssen wir ein neues Spiel machen. Ich mache es mir einfach. Plus minus, so sieht mein Familienwappen aus. Plus minus. Wir haben den Dreiberg in meinem Familienwappen. Bei uns im Familienwappen sind diese 3 Ehren oder Gären oder wie das sich immer heißt, sehr abstrakt gehalten, weil wir haben eine sehr große Familie und das sollte natürlich möglichst viele Bedeutungen haben. Und je detaillierter etwas ist, desto spezifischer ist es. Bei uns kann man es so interpretieren, es können Ehren sein, es könnten Federn sein, es könnte ein Pflug sein. Das sind ganz diverse Möglichkeiten, die ich habe. Und so. Nochmals, die ganze Familiengeschichte mache ich nicht. Aber auf jeden Fall etwas, was vom Wichtigsten ist. Bei unserer Familie oder extremst alte Familien, die haben immer irgendwas mit 3 drin. Sie gibt es beim orthodoxen Kreuz, es gibt sie bei sehr vielen Wappen hier, 3 Rebenblätter, bei der Lilie sind es 3 Blütenblätter, 3 Berg für sich stehend, 3 Türme, keine Ahnung, was das für eine Krone sein soll. Bei den Kronen, die geschlossen sind, bei der sieht man es eher weniger, weil das eher so eine Richtung Ungarn-Krone ist. Die sehen eher so aus. Die mehr westlichen, die sind, da ist das Bömbelchen mehr nach unten und dann hast du 2 große Bögen.
Plus das Bümbelchen, das sieht dann auch wie ein Dreiberg aus. Das sieht man hier leider weniger gut. Hier hast du eine Schlaufe mit 3, also alles, was mit 3 ist, da kann man sagen, okay, das war irgendwann mal von der gleichen Familie. Aber über die Jahrhunderte natürlich sehr auseinandergelebt. Eigene Familienstämme und Clans dadurch begründet. Weil ich meine Familie, ich heiße ja Marvin Scholl. Und die Familie Scholl, die hat Dutzende von Familienwappen. Das ist mitunter das Älteste. Wenn man im Internet sucht, dann wird das als so ziemlich das Jüngste betrachtet. Ist aber das Älteste, ist, ja, man kann so sagen, ein wenig das geheime Familienwappen gewesen, das man nicht überall gezeigt hat. Es gibt dann noch Familienwappen der Familie Scholl, die hat zum Beispiel hier den Berg und dann sind oben 3 Sterne und unten 3 Blüten oder 3 Monde oder oben 3 Monde, unten 3 Sterne. Also Familie Scholl hat immer irgendwas mit 3. Und wo haben wir es? Da die Blüte ist jetzt nicht eine Rosenblüte, aber bei den meisten Familienwappen der Familie Scholl sind es dann eigentlich Rosen, weiße Rosen, die abgebildet werden. In den meisten Fällen auf den Wappen sind es eher so Silberfarben, weil weiß war auch nicht die billigste Farbe. Im ganz alten Wappen von uns haben wir Gelb. Gelb ist ein Indiz, dass Familien sehr alt sind, weil gelbe Farbe ganz früher zu kriegen, das war selten. Es galt jetzt nicht als eine königliche Farbe, aber eine, die sehr wohl Luxus und Macht bedeuten konnte. Weil die meisten, die Geld hatten, hatten somit auch Macht. So mal Crashkurs über das Ganze. Ich habe das beim ersten Mal noch viel deutlicher ausgeschmückt, aber ich denke mal so crashmäßig reicht das bei weitem. Gut, dann hätten wir das. Ich habe mich für den entschieden, weil lange Haare mag ich nicht, ich mag keinen Bart, ich bin kein Kirchenmensch. Also sind ziemlich viele ausgeschieden und Glatze mag ich persönlich jetzt auch weniger. Und außerdem bin ich persönlich jetzt noch nicht so fit. Und da ich jetzt mit Sport angefangen habe, seit 2 Wochen wieder sehr regelmäßig, hoffe ich, dass ich dann auch wieder mal schlank und rank bin. Weil die letzten paar Jahre habe ich doch zu viel auf der faulen Haut herumgesessen und der Sport, der tut echt gut, muss man sagen. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wir starten. Und hier muss ich jetzt ganz gut schauen. Aufstieg zum Wohl, Wiederherstellung des Friedens. Okay, dann werde ich nicht Wiederherstellung des Friedens, weil das habe ich das letzte Mal ausgewählt. Und das hat dann... genau, machen wir mal die aggressive KI... Aggressiv, reaktiv. KI-Lehnsherren erheben keine Ansprüche auf die Region des Spielers, schützen jedoch ihre eigenen. Okay, dann werde ich das mal so machen. Überfälle. Gilt das jetzt nur für Banditen oder auch für den KI-Aggressivität? Ich mach mal so.
Limit für zufällige Banditenlager. 3, das soll soll reichen. Das soll auch reichen. Early Access Map, da ist nur das, was da ist. Dann starten wir. Ich glaube, das habe ich eigentlich... Ja, habe ich wahrscheinlich irgendwie da auf ausgewogen gehabt. Und dann hat es mir, als ich halt nicht expandiert habe und halt ein wenig viel investiert habe in die Wirtschaft, dann schlussendlich noch meine Region erobert und dann war Ende Gelände. Gut, wir sind ich zeige euch mal, vorhin war ich hier, jetzt sind wir hier. Also beim letzten Mal, die Aufnahme, die ich weggeschmissen habe, war ich hier, habe ungefähr hier gestartet. Und ich weiß nicht, ob die Ressourcen wieder gleich verteilt sind wie beim letzten Mal, weil ich hatte hier eigentlich null Landwirtschaftsmöglichkeiten in Goldach. Und hier war wirklich das üppigste des üppigen an diversen landwirtschaftlichen Möglichkeiten. Genau, dann werden wir jetzt mal sehen. Ich mach noch ein wenig die Musik leiser. Ich mach die mal so. Jetzt ist es fast ein wenig zu leise. So. Ja, jetzt mit dem Wind passt mir das ein wenig besser. Warum es die Einstellung nicht noch übernommen hat von letztem Mal, weiß ich nicht. Okay. Diese Ansicht zeigt, welche Regionen von wem kontrolliert werden. Ihr könnt Anspruch auf mehrere Regionen erheben, wenn ihr genügend Einfluss erlangt habt. Das ist Einfluss hier. Und für das brauchen wir ein bestimmtes Gebäude. Habe ich dann auch ziemlich spät gelernt. Neue Nachricht. Siegbedingung Herrschaft. Baut eure Stadt und euer Herrenhaus auf, ehe ihr in weiterer Folge Anspruch auf die Region eurer Widersacher erhebt. Wenn ihr die entsprechenden Vorkehrungen getroffen habt, habt ihr erst einen Anspruch erhoben, solltet ihr kampfbereit sein. Ich werde diese Länder unter meiner Herrschaft vereinen. In Manorlords benötigen Familien Nahrung und Brennstoff, sowie ein Dach über dem Kopf, um zu überleben. Überwacht die Vorräte im Regionsmenü oben, um zu sehen, auf welche Bestände ihr zurückgreifen könnt. Alles klar. Wir haben hier in der Nähe wunderbar Beeren. Das war hier bei dem blöd, weil bei mir waren... Ja gut, die Beeren, die waren ungefähr sogar hier, wo der war. Aber die Tiere, die waren irgendwo so ganz unten im Eck. Und wenn du hier oben startest und sie müssen das Fleisch von hier bis hier oder auch nur von hier bis hier, das dauert sehr lange und... ja... Wird auf jeden Fall aufregen. Gut, wir haben hier einen Ochsen. Da werde ich mal eine Familie einstellen, dass das auf sicher ist. Dann werde ich mal Straßen und Karren. An manchen Arbeitsplätzen können die Bewohner mit Hilfe von Handkarren bis zu 10 Waren auf einmal transportieren. Allerdings ist das Ziehen eines Handkarrens abseits der Straße extrem langsam. Achtet daher darauf, dass ihr eure Gebäude mit Straßen verbunden sind. Alle weiteren Tutorials überspringen. Nö. Ich mache da gerne... beim Steinvorkommen einfach mal
eine Straße rundum, dass ich da nichts reinbaue. Genau. Da machen wir einfach so Pseudowege, dass die auch definitiv angeschlossen sind. Und da kann man schön auch ein wenig verschnörkelte Sachen machen. Da können wir... Und da sieht man sogar ein wenig Höhenlinien. Was ich schade finde, das hatte ich... Ja, eigentlich alles, was ich sage, habe ich auch schon vorhin gesagt. Wenn man durch Wälder geht, werden bei den Straßen nicht die Bäume und Büsche, die darauf stehen, abgerissen. Das finde ich persönlich schade. Gut, jetzt muss ich noch einmal schauen. Wir müssen da ziemlich viel machen. Wir haben hier einen Jäger. Ja, den können wir eigentlich hier so ziemlich schön an die Straße machen. Genau. Jede Region in Manorlords hat ihre Stärken und Schwächen. Überprüft unbedingt alle Ressourcenvorkommen und außerdem die Bodenfruchtbarkeit, ehe ihr entscheidet, in welche Richtung ihr eure Stadt entwickeln wollt. Wenn die Fruchtbarkeit in eurer Region schlecht ist, müsst ihr möglicherweise frühzeitig Handel treiben. Mhm, aber dafür musst du dann auch bestimmte Waren zu Genüge produzieren. Weil das ist auch wichtig. Weil du musst einerseits zum Teil die Waren haben für schön für nicht zugewiesene Familien, die, ah stimmt, das hätte ich vorlesen können, nicht zugewiesene Familien bauen. Und zuerst möchte ich hier kann ich sagen, das, weil das braucht keine Baumstämme und kann dann Fleisch produzieren. Ich würde, hier sind der Markt, einige Gebäude verfügen über flexible Grenzen, bestimmt 4 Punkte, um ein Gebiet zu markieren. Der Cursor rastert an der Straße und Gebäude ein und es wird versucht, eine möglichst natürliche Form zu erzeugen. Definiere eine größere Fläche, um Platz für zukünftige Erweiterungen zu lassen. Drittens, die ersten 2 Punkte markieren standardmäßig die Vorderseite des Hauses. Und dann machen wir so. Etwa so. Bauen. Angebot und Nachfrage. Einen gut versorgten Marktplatz ist das Lebenselixier eurer Stadt. Zugewiesene Familien errichten automatische Stände, solange genügend Platz vorhanden ist. Bewegt den Mauszeiger über bestimmte Kategorien, um die aktuellen Werte von Angebot und Nachfrage zu überprüfen. Die Marktbedürfnisse jener Hofstätten, die den Marktplatz am nächsten sind, werden zuerst gedeckt. Genau, dann machen wir einmal wieder Weg. Einmal hier, bis hier und dann hier rein. Dann ist der einmal schön umschlossen, der Markt. Und ich kann dann die ersten Gebäude machen und das wären hier Lagerhäuser. Einmal Speicher 2 und 10 und 2. Wir haben 8 Bauholz. Die müssen wir ziemlich zuerst machen. Aus dem Grund, dass, kann ich es jetzt sagen? Weil die tragen die einfachen Sachen, also jetzt nicht Bauholz, das wird nur mit Ochsen, aber zum Beispiel das Fleisch, das hier geschlachtet wird,
im Wald, können Sie mit Handkarren hier rüber ins Warenhaus und dann vom Warenhaus auf den Markt. Dann ist der ein Stückchen effizienter. Je mehr wir Leute haben, desto eher werde ich dann auch mal hier noch so einen kleinen Speicher hier hinbauen, damit die einfach das hier hinliefern können, beziehungsweise von hier abgeholt wird und dann rüber transportiert wird. Bauholz transportieren. Bauholz muss mit Hilfe von Ochsen transportiert werden. Bewohner erhalten den Ochsen automatisch, wenn sie ihn benötigen. Alles klar. Und wenn man hier eine Familie stationiert hat, dann ist die eigentlich zuständig für den Ochsen. Gut. Ich mache dann mal noch den Holzfäller. Da würde ich Brennholz reinmachen. Dann würde ich hier mitten in den Wald den machen. Straßen. Das hätten wir mal. Dann bräuchten wir einen Förster. Und ja, da fehlt jetzt das Material. Aber Förster, das ist ganz gut eigentlich soweit. Genau. Genau, dann wird Bauholz gemacht. Die Sägegrube, die können wir auch ein wenig später machen, weil das brauchen wir dann, wenn es dann um Aufwertungen geht. Und ich würde die beiden am höchsten machen, dass mal hier die priorisiert werden. Die einen gehen jetzt schon hier hin und dann haben wir schon mal Fleisch. Dann können wir dort oben, sobald wir den Holzfäller haben hier, können wir Holz produzieren und wenn wir das haben, können wir dann auch fleißig weitere Gebäude platzieren. Genau, die sagen ungeschützte Waren, weil die einfach hier rumliegen. Und dass die nicht verfallen, müssen wir eben da die Speicher machen. Und je nach Glück der Karte des Auswürfens hat man sehr viel Regen, sehr wenig Regen. Deshalb möchte ich jetzt zuerst gerade den Speicher machen, dann können die Leute das mal hierhin transportieren. Dann ist das schon mal ein gutes Stück sicherer, falls wir mit Regen beglückt werden. Und danach muss ich dann schon mich um Häusle kümmern. Und wenn ich dann Häusle mache, brauchen wir auch Wasser. Okay, also er könnte hier noch reinkommen und Wasser schöpfen. Das ist schon mal gut. Jetzt sind wahrscheinlich die Kollegen alle hier noch unten unterwegs. Ja. Ich kann auch... hier noch eine Straße hinziehen. Dann sind die ein wenig schneller. Weil auch der Fußmarsch geht besser. Kein Verbrauch
Sehr schön. Sobald wir Häuser haben, braucht es Verbrauch. In Manalords müssen Ressourcen in fast allen Fällen mit körperlichem Aufwand transportiert werden. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ihr könnt also auf Wunsch die Spielgeschwindigkeit verändern. Die Steuerung der Spielgeschwindigkeit befindet sich in der rechten unteren Bildschirmhälfte. Hier. Und hier nebenan ist noch der Early Access Build. Also da seht ihr immer, in welcher Version ich gerade spiele. Das wird nicht immer aktuell sein mit dem Stand der Dinge, weil einfach ja, man produziert manchmal vor und dann schert sich so ein wenig aneinander vorbei. Genau, der bringt jetzt schon mal das Holz hier rauf. Den werde ich jetzt zuerst dann belegen, plus die beiden. Und da den Fleischer. Neue Nachricht. Euer Ruf eilt euch voraus. Ich wünsche nur, meine Rechte und meine Ehre gegen jene zu verteidigen, die mir Unrechtes tun. Ich hoffe, ihr seht davon ab, die Gerüchte und Verleumdungen zu glauben, die manch einer über mich zu verbreiten scheint. Gezeichnet und mit Siegel Hildebold von Bärenreuth. Zurückschreiben, Konversation beenden. Das mit dem Zurückschreiben, das ist noch sehr rudimentär. Du kannst mehr oder weniger nur sagen, ja, ich erkläre dir den Krieg. Also so habe ich das interpretiert beim letzten Mal. Deshalb beende ich die Konversation, weil es bringt nichts. Und ich weiß nicht, wenn man einfach das abbricht, ob dann einfach eine Kriegserklärung ausgesprochen wird. Und das möchte ich nicht. Diese Gebäude wurden keiner Familie zugewiesen. Wählt es aus und weist ihm eine Familie zu, wenn ihr mit der Produktion beginnen möchtet. Alles klar. Genau, und das ist dann die mit dem Hammer. Das sind die sozusagen unbenutzten Familien, die noch keinem Betrieb zugewiesen wurden. Und das ist jetzt die kleine Ausbaustufe. Und da bräuchten wir Bretter für die bessere. Und dann hat es auch ordentlich Platz. Und jetzt gehen die wahrscheinlich hier hin, sammeln das, lagern das hier ein und werden dann auch zeitnah wahrscheinlich dann den Marktplatz erstellen, um das Ganze zu verkaufen. Und sehr schön finde ich, wie sie das immer so einzeln nacheinander aufbauen. Gut, da gibt es auch noch eine Familie, die dann so Baumaterialfälle hier einlagern. Das kann man auch nochmals vergrößern, braucht auch nochmals Bretter. Genau, und hier sieht man, Brot wurde geschnappt. Und wird jetzt hier rübergebracht. Und hier sieht man, wenn da so die Fläche grau wird, da sieht man auch Lebensmittelstand. Die bauen jetzt eigenständig Stände, damit man den Waren, also die einfachen Waren vertreiben kann. Ach, da die Försterei. Die Försterei werde ich erst später in Betrieb nehmen. Weil zuerst brauchen wir... Es hat einen großen Gebiet, in dem abgeholzt wird und dergleichen. Also das dürfte jetzt weniger lange dauern.